So, den haben wir kurz mal flachgelegt, den Penner. Moment, was? Es hört sich falsch an. Nein, ich habe ihn gerade mal über den Haufen geballert. Wir haben zum ersten Mal unsere Pistole benutzt. Siehst du das da hinten? Das ist ein kapitales Warzenschwein. Wenn du in der Wildnis unterwegs bist, sind sie die optimale Nahrungsquelle. Vorausgesetzt, du weißt, wie man sie am besten zur Strecke bringt. Was ist die beste Methode, um Warzenschweine zu jagen? Zuerst musst du sie wütend machen. Das ist der einfache Teil. Sie werden wütend, wenn der Wind weht. Wenn sie angestürmt kommen, weichst du aus. Im Ernst, renn! Du darfst nicht zögern. Wenn sie an dir vorbeigestürmt sind, kannst du versuchen, sie anzugreifen. Noch besser geht's natürlich mit einer Flinte. Mhm. Was weißt du über diesen Wald? Wenn du den Wald erkunden willst, bleib um Himmels Willen im Tal. Geh bloß nicht zu weit in die Berge. Da oben treibt sich ein Jaguar rum. Dahinter kommt noch eine Höhle. Wenn du mit deinem Leben fertig bist, ist das der Ort, an den du gehen solltest. Na super. Ein Jaguar schaffe ich locker. Ja, super. Die Höhle hört sich spannend an. Spannend? Ja, du hast recht. Es wird sehr spannend. Nur nicht lange. Ach, was sag ich? Du kommst noch nicht mal da an, weil dich vorher der Jaguar auffrisst. Okay, ich bleib hier unten. Genau. Und wenn du unbedingt eine Höhle von innen sehen willst, ich glaube, im Nordwesten des Tales ist eine. Mhm. Schön. Also wir haben erstmal das Kopftuch und die Stiefel für unseren Kollegen im Gefängnis. Und deswegen kehren wir jetzt auch erstmal zurück. Und vor allen Dingen, ich werde mich dann nochmal mit unserem namenlosen Helden, denn ja, er hat auch hier keinen Namen, werden wir uns erstmal schön auf die Naht legen. Und vor allen Dingen, wenn er redet, ihr habt das ja, glaube ich, am Anfang gesehen, da steht nämlich drüber, ich. Ist auch toll. Also es scheint, ich habe den dezenten Eindruck, dass das Spiel so den Eindruck machen wollte, als wenn er das aus der Vergangenheit, also als wenn er aus dem Nähkästchen plaudert, wenn er erzählt, dass das so eine Art Erzählung aus der Vergangenheit ist. Bevor ich jetzt erstmal den Gefangenen seine Kleidung bringe, lege ich mich erstmal aufs Ohr. La. So, wie sieht es eigentlich mit meinen Skillpunkten aus? 679 Ruhm natürlich. Entschuldigung. Nicht Rum, sondern Ruhm. Rum ist das, was man saufen kann. Als Pirat vor allen Dingen. So, also dieses Spiel ist wirklich sehr piratenlastig, der zweite Teil. Der erste Teil war ja mehr so Banditen gegen Inquisition. Hier ist es mehr so Piraten gegen Inquisition. So, dann gehen wir erstmal zu den Gefangenen und bringen ihn erstmal seine Klamotten zurück oder einen Teil davon. Wie komme ich an die Perle? Verstehst du was vom Taschendiebstahl? Tja, kein Problem. Ich kann dir einiges über das Diebeshandwerk beibringen. Okay. Gut, also er kann uns anscheinend nicht weiterhelfen oder er möchte es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich mich erstmal noch um das Warzenschwein kümmern, was da noch an der Seite war. Und anscheinend braucht er seine Klamotten nicht, dann kann ich die ja anlegen. Einschüchtern plus 5. Okay, das hört sich cool an. So, was haben wir noch Nützliches? Nee. Beine haben wir gar nichts. Abgelaufene Stiefel. Soll das ein I oder ein L sein? Ich weiß es nicht. Nein, ich bin noch kein Pirat. Nee, wir sind noch keine Piraten. Das ändert sich aber noch im Laufe der Zeit. Hoffe ich mal. Ich weiß es nicht. Ich habe ja meine Hoffnung, ne? Ich bin ja gerne Pirat. Ne? Ich habe ja auch zum Beispiel Sid Meier's Pirates Let's Played. Und auch Pirates Live. Könnte ich beide mit in die Videobeschreibung packen? Ich glaube, das mache ich auch. Ich packe die, weil das passt jetzt ein bisschen zur Thematik. Dass ich da ein bisschen was Piratenmäßiges mit reinpacke. Falls ihr Interesse daran haben solltet und es noch nicht geguckt haben solltet, könnt ihr das gerne nachholen. Aber das Pirates Let's Play ist, glaube ich, schon ziemlich alt. Mal gucken, vielleicht mache ich mal irgendwann nochmal ein Replay davon. Oder eine Let's Play-Neuauflage. Oh. Genau, tritt einfach das Schwein. Er hat's verdient.
Einfach mal reintreten erstmal. Es bringt bestimmt eine Menge. So. Lass uns doch nochmal über die Sache mit der Küche reden. Lass uns doch nochmal über die Sache mit der Küche reden. Jetzt fängst du schon wieder damit an. Ja, es ist doch nur für einen Tag. Es ist doch nur für einen Tag. Na dann stell dich doch selbst an den Herd. Ich kann nicht kochen. Dann wird's Zeit, dass du's lernst. Wohlgesprochen. Ich will nichts mehr davon hören. Kann ich verstehen. Kann ich voll verstehen. Unser namenloser Held vielleicht nicht, aber ich kann's verstehen. Durchaus. So, ich habe ja auch im Verlauf meines noch jungen Lebens habe ich auch durchaus gelernt, dass man niemanden zu etwas zwingen sollte. Ne? So. Okay, dann gucken wir uns hier mal weiter um. Okay. Aus dem Brunnen können wir nicht trinken. Das ging ja auch damals im ersten Teil, dass wir so aus Sachen trinken konnten. Also aus Fässern war das damals. Nochmal wegen der Arbeit. Nochmal wegen der Arbeit. Und? Habt ihr euch anders entschieden? Noch nicht. Was willst du dann hier? Das heißt, ich muss irgendwie meine Silberzungenfähigkeit steigern. Gehört das mit dazu? Bei der Gerissenheit. Gut, wir müssen also unsere Gerissenheit steigern. Wer zum Teufel hat sich nach ihrer Meinung gefragt? Ist was? Kann ich mich eigentlich mit denen... Ist was? Gerade nicht. Ne, mit denen kann ich mich leider nicht anlegen. Schade. Mit denen hätte ich mich gerne angelegt. Aber dann kommen ja leider die anderen mit auf den Plan. Das muss ja nicht sein. Dafür sind wir noch zu schwach, um uns mit denen zu prügeln. So, dann gehen wir mal die andere Seite hier durch. Die haben wir nämlich noch gar nicht abgesucht. Vielleicht finden wir hier noch den einen oder anderen Sandteufel, um noch ein bisschen unsere Gerissenheit steigern zu können. Ja, da sind sie ja. Da haben wir noch ein paar Sandteufel. Mir grummelt gerade gewaltig der Magen. Ui! Geil! Entschuldigung. Ich mach zu viel Spaß, ich weiß. Weh, ich krieg nicht die Punkte. Ich krieg die Punkte. Sehr gut. Das will ich auch hoffen. So. Die Leuchtkugel nehmen wir natürlich auch mit, ist ja ganz klar. Oh, was haben wir hier? Eine Kiste und Rum. Eine Buddel voll Rum. Versoffen und beim Deibel ist die ganze Crew. Yo, ho, ho. Und eine Buddel voll Rum. Sand? Schmutzige Tricks. Ja, cool. Blendet einen Gegner. Geil. Nehmen wir mit. Ich bin ja eher so jemand, der auf solche schmutzigen Sachen steht. Bevorzuge ich sogar eher als die Pistole, muss ich ganz ehrlich sagen. Chance auf K.O. Okay. Um den Gegner so ein bisschen zu blenden. Das ist eine feine Sache durchaus. So, wie sieht es denn jetzt mit unserem Ruhm aus? Okay, es fehlt noch ein bisschen was zu 1000. Aber wir sind nicht mehr so weit entfernt. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass unsere Gegner mich nicht umhauen. Das wäre bedauerlich. Kann ich da rein? Nee. Schade. Sehr, sehr schade. Da wäre ich gerne reingegangen. Ich muss irgendwie meine Gerissenheit steigern. Ich hätte nicht den Kampf erhöhen sollen, aber was soll's. Verzeihung. So. Ist hier vielleicht noch unter was? Es wird ja auch gerne sowas gerne mal als Versteck genutzt. In dem Fall aber leider nicht. Das ist schade. Speicher mal kurz. Schnellspeicherfunktion und so. So. Genau, du bist der. Gut, dann würde ich sagen, müssen wir noch ein paar Kämpfe so austragen, bevor wir tatsächlich unsere Silberzunge steigern können und Patty dazu überzeugen können, in die Küche zu gehen. Zumindest für einen Tag. Und mit unserem bisschen Leben versuchen wir jetzt noch irgendwie ein Warzenschwein oder sowas zu killen. Wo ist ein Patty? Da ist sie. Ja. Währenddessen könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie es euch so geht und was ihr so macht, während ihr meine Videos anschaut. Das würde mich sehr interessieren.
Was ist das denn hier? Ist das das Lagerhaus? Vascos Turm gefunden. Mhm. Okay. Das nehmen wir erstmal mit. Das ist also Vasco, Goldklee. Was machst du denn hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich bin mit dem Schiff angekommen. Wenn du weiter nach Osten willst, gebe ich dir einen guten Rat. Geh nicht durch das Dschungeltal. Das ist viel zu gefährlich. Die Höhle hier oben führt dich zu einem Pass über die Berge. Das ist der sichere Weg. Mhm. Erzähl mir mehr über den Pass. Erzähl mir mehr über den Pass. Du gehst einfach durch den Höhleneingang hier oben und folgst dem Weg. Du darfst nur nicht den Fehler machen, zu weit nach Norden in die Berge zu gehen. Wenn du zu einer Brücke kommst, musst du auf die andere Seite. Auf der anderen Seite der Insel befindet sich irgendwo das Piratennest. Geh auf keinen Fall nach Norden. Was ist im Norden? Was ist im Norden? Die Höhlen dort sind mordsgefährlich. Dagegen ist der Dschungel ein Spaziergang im Park. Wir haben einen Kundschafter hineingeschickt und draußen am Eingang gewartet. Plötzlich kam irgendwas Großes aus dem Nichts und hat ihn sich geschnappt. Wir sind nur noch gerannt, bis wir wieder auf den Feldern waren. Ich sage dir, das Ding war riesig. Geh da bloß nicht hin. Was ist am Dschungel so gefährlich? Was ist am Dschungel so gefährlich? Da gibt es Jaguare. Die Biester springen dich an und dann ist es ruckzuck aus mit dir. Aber wenn du richtiges Pech hast, begegnest du den entlaufenen Sklaven. Die freuen sich über jeden Weißen, den sie aufspießen können. Ich habe mal einen von ihnen am Rand des Dschungels gesehen. Er war angemalt und bewaffnet, sah zum Fürchten aus. Als ich gerade auf ihn anlegen wollte, war er verschwunden. Schätze, er wollte, dass ich ihn verfolge. Wahrscheinlich haben die Wilden mittlerweile überall Fallen errichtet. Hm. Jaguare sind also nicht so gefährlich wie entflohene Sklaven. Ich verstehe. Ich verstehe, mein Freund. So einer bist du also. Okay, Wein wird also als Proviant ausgelegt. Truhe ist natürlich verschlossen, war klar. Kann ich mich ernsthaft in sein Bett legen? Ich probiere es mal. Tatsächlich. Wie geil ist das denn? Ja, ich habe volle Lebensenergie, ne? Das stört ihn auch gar nicht anscheinend. Mach hier keine Dummheiten. Na, ich doch. Nein, wie kommst du darauf? Nein, ich mach doch keine Dummheiten. Geiler Turm. Das ist nur für ihn selber. Super. Daneben vor allen Dingen, ne? Ist klar. Vor allen Dingen, ihr seht auch, die Wiederaufladezeit des Sandes ist nicht so schlimm wie bei der Pistole. Oh, das tat richtig weh. Wir sind Piraten, wir dürfen das. Ich bin verärgert. Besser du gehst. Besser du gehst, besser du gehst. Besser du gehst. Ah, schön. Besser du gehst. Steck ja nichts ein. Okay, ich lade nochmal. Ist zwar schade um die Ruhmespunkte, aber wenn er jetzt die ganze Zeit über mich verärgert ist, wäre das ja auch blöd. Entschuldigung, ich musste mich kurz mal recken und strecken.